Scheiße. Sieht gut aus, ne? Ja, aber knallhart, der Junge. Ich habe Reparaturmaßnahmen ergriffen im Badezimmer. Sollte man sein lassen. Oder man muss Fallausweichmöglichkeiten haben. Die hatte ich nicht. Die einzige Fallausweichmöglichkeit war der Rand der Badewanne. Scheiße. Dann legte ich meinen Kopf dagegen, meinen Unterarm dagegen, auch blau. Ja, und Rippen. Die 12. durch, die 10. angebrochen. Aber was nicht kann, sollte man es nicht machen, ne? Genau, normalerweise zu Hause rufe ich an. Aber ich war ja bei der Benefizveranstaltung im Schalker Golfkreis an der Algarve. Ne? Ja, und da rufst du auch an. Bist im Hotel, da machst du es doch nicht selber. Rufst du an und sagst, komm dir bitte und das macht das? Ich eben nicht. Das war ein Fehler. Selbst ich in meinem Alter mit der Erfahrung, macht noch Fehler. Mach mich menschlich. Willkommen bei einer neuen Expedition durch Deutschlands Fußballprovinzen. Das T steht für Coach, gastiert heute zum zweiten Mal im Westerwald. Und Hans und Peter sind schon ganz aus dem Häuschen. Oh, du Westerwald. Wir gehen gewissermaßen ins Zonenrandgebiet des Westerwaldes, ins Dörfchen Buchholz. Hier hängen Autos in den Häusern und 4000 Einwohner haben wir hier geschätzt. Noch irgendwelche Besonderheiten in Buchholz? Hm? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Also besonders würde ich jetzt nichts sagen. Nee? Ganz normaler Ort. Hm. Was ich in Anbetracht der Buchholzer Trinkrituale aber ernsthaft bezweifeln möchte. Die Getränkespezialität haben wir definitiv hier. In letzter Zeit wird bei uns viel Kornbrause getrunken. Was? Corny Brause. Kornbrause. Corny Brausi. Corny Brause, ja. Udo, was hat Fanta mit? Nee, der ist so Brause. Das hat sich hier irgendwie auf unseren Dorffesten so etabliert, dass man dann auch Korn mit Ahoi-Brause trinkt. Ja, was man auf dem Dorf so vor lauter Langeweile halt macht, ne? Ich aber ohne Korn. Ich kenne das auch ohne Korn. Ohne Korn. Ja, genau. Die haben wir vorher gekauft. Ganz genau. 5 Pfennig, glaube ich, gekostet. Hast du auf die Hand gemacht. Bei uns ist Spucke drauf. Dann leerte das auf, mehr oder weniger. Als Kinder kennt man das, aber ja, so ja, mit klar. Korn? Ja, man nimmt einfach das Tütchen, macht sich das in den Mund, lässt es dann im Mund 2-3 Sekunden und dann schäumt das im Mund auf und dann gibt man den Korn dann dazu, mischt das Ganze und dann runter. Aber wieso macht man das? Weil man einen flachen Schuss von kriegt. Dann schmeckt man den Korn nicht so. Normalerweise musst du schon Schwielen auf dem Gaumen haben, wenn du so ein Zeug reinfegst. Na und was glaubt ihr, wie schmeckt das? Scheiße. Ja, besser kann man es nicht beschreiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und damit liegt Hans auch zu 1000% richtig. Gut, dass unser Trainerteam aber nicht ausschließlich zum Sauftraining nach Buchholz gerufen wurde. Fußball wird auch gespielt. Wir sind letztes Jahr ganz blöd oder... Naja, durch Unvermögen aus der Kreisliga B abgestiegen. Spielen jetzt in der Kreisliga C, ist die niedrigste Spielklasse bei uns, aber haben den direkten Wiederaufstieg wieder angepeilt. Momentan auf dem 2. Tabellenplatz. Wir liegen knapp hinter dem 1. Wir stehen momentan auf dem 2. Platz, hinter Mühleib. Wir haben 2 Spiele mehr, aber die haben ja auch noch 2-mal spielfrei in der Saison. Das heißt, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und sie in dem Spiel jetzt dann schlagen, könnten wir theoretisch dann auf 1 Punkt an den vorbeiziehen. Was gibt's Geileres? 1. gegen 2. Ja klar, und dann noch ein Heimspiel. Nee, ist auswärts. Auswärts. Und dann noch ein Auswärtsspiel. Also Handspiel ist das scheiße, kennt ja jeder, aber auswärts, da macht es besonders Spaß. Das bedeutet, eigentlich können wir uns darauf einstellen, dass viele Tore fallen werden. Mindestens so viele, wie es Spitznamen in dieser Truppe gibt. Neben viele Tore schießen und eklige Kinderplörre saufen, haben die Buchholzer ein drittes Hobby. Wir haben sehr viele Spitznamen bei uns in der Mannschaft. Fängt an bei Ammer, geht über Nagel. Nagel. Wir haben einen Doser. Ein Doser. Rabbit. Rabbit. Corny, ein Chinese. Chinese. Paco ist auch vorhanden. Stickhouse, Doktorhaus. Fast jeder hat einen Spitznamen. Was ist dein Spitznamen? Früher Blutgrätsche. Hast du einen Spitznamen? Nee, eigentlich nicht. Da ist doch schon Spitznamen genug, Hans, oder nicht? Wenn, dann sagen die Hansi oder so, aber sonst. Jod das Elfkörnchen. Hansi. Werbeträger für Drill. Dann machen wir mal den Test. Welcher Spitzname passt zu dem hier und welche Position spielt er? Na? Dozer vom Bulldozer abgeleitet, das könnte er natürlich sein. Innenverteidiger wahrscheinlich. Hi, ich bin der Tobi. Mein Spitzname ist Dozer. Ich bin 27 Jahre alt und spiele in der Innenverteidigung. Ja! Das ist doch jahrelange Erfahrung, oder? Mein Mannschaftskollege, der Rabbit, der ist auch hier. Hallo. Hi, ich bin der Felix, 21 Jahre alt. Mein Spitzname ist Rabbit. Rabbit wird der sein, der auf der rechten oder linken Seite die Flankenläufe macht, der die Haken schlägt. Ich spiele links außen. Links außen, aha.
Hi, ich bin der Christian Patt. Ich werde von allen Ammer genannt. Ammer. Mein Spitzname ist Ammer. Von dem Partykönig Ammer. Sieht er denn ähnlich aus oder säuft er genauso viel? Ja, das hat sich mal ergeben. Bin ich nicht ganz stolz drauf, weil ich mal zu einem Spiel ein bisschen getrunken hatte und deshalb nicht spielen konnte. Und dann wurde gesagt, da ist ja wieder Party-Ammer, immer unterwegs und kann dann nicht spielen. Seitdem hat sich das durchgesetzt. Wo spielt der? Wer jetzt? Der da ist aus Hamburg. In Hamburg? Aha. HSV. Ja, da laufen einige Helme herum, das stimmt. Hallo, mein Name ist Daniel Korn. Ich werde von allen Corny genannt. Mein Spitzname ist Corny, leitet sich von meinem Nachnamen ab. Wir trinken gerne Corny, also Kornbrause. Dann sagen wir mal Corny Brause. Corny Brause. Corny Brause bildet mit Partykönig Ammer den Powersturm der Buchholzer. Gemeinsam haben die beiden fast die Hälfte aller Buchholzer Buden geschossen. Ich habe 24 Tore geschossen. Der Corny hat auch 24 Tore. Ja, auch noch einige Vorlagen. Und hier Peter, trotzdem meinen die beiden ja, dass ihr Problem vorne ist. Denn sie hätten ja eigentlich viel mehr Tore schießen müssen, als sie es bislang... Ja, aber das ist ja, so ein dummes Zeug habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Aber die haben beide 24 Hütten gemacht, das ist überragend. Egal in welcher Liga, das ist einfach außergewöhnlich. Und wenn die beiden auch noch zusammenspielen, ne, wenn ich rechnen kann, sind das 48. 48 ist schon Wahnsinn. Möchte ich wissen... Wenn sie dann noch Defizite sehen, ja, in welcher Liga spielen wir da? Das Problem ist einfach, sie hätten 100 zusammenschießen können. Und haben ja, aber haben aber nur 50. Deswegen haben sie nicht mehr Qualitäten. Die ist schon außergewöhnlich. Auf die Liga bezogen, 48 Tore durch 2 ist außergewöhnlich gut. Ja, wenn sie pro Person 50 machen würden, würden sie in dieser Liga nicht spielen. Dann spielen sie irgendwo anders. Ja, ist ja gut. Ich habe sie auch nur weitergegeben. So ein richtiges Problem haben wir diesmal wohl nicht. Außer vielleicht mit dem Gesöff der Buchholzer. Aber das muss Kenny lösen. Es gibt nur ein Ziel, den Aufstieg und das Match Erster gegen Zweiter gewinnen. Was will das Trainerherz mehr, oder? Nee, absolut. Non plus ultra. Egal auf welche Liga bezogen. Also ich hätte es gerne in der Bundesliga. Ja? Ja, ich hätte es gerne auch in der Bundesliga. Wunderbar. Erster gegen Zweiter, Schalke gegen Dortmund und ja, so in der Reihenfolge ja. Und dann der Endspiel. Ja. Und dann noch in Dortmund als Schalke. Besser geht's gar nicht. Die 80.000, die dich auspfeifen, nee, sind ja 8.000 Schalker da. Die 72.000, die dich auspfeifen, da würde ich umbewerten als Applaus. Ja, das Größte. Das ist das Größte, was es gibt. Das ist das Topspiel des Jahres. Grün! Weiß! Ja! Dann wird der Rasen brennen. Du weißt schon, dass wir auswärts spielen, ne? Dann wird der Rasen erst rechts brennen. Wird der Rasen erst rechts brennen, weil wir den brauchen wir in der nächsten Woche nicht mehr. Dann soll total verbrannt werden, der Rasen. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Müller hat keinen einpacken. Heute bin ich beim SV Buchholz 05. Und was gibt es Geileres, als auf ein echtes Endspiel hinzutrainieren? Erster gegen Zweiten, Aufstiegsspiel, Derby. Geiler geht's nicht. Ich hab Bock. Jetzt schauen wir, ob die Jungs Vollgas geben. Also rein ins erste Training, bei dem Peter heute wegen seiner gebrochenen Rippe leider fehlt. Als Kompensation für Peter soll Kenny diesmal aktiv am Training teilnehmen. Gemeinschaftsgefühl zeigen, Teil der Mannschaft werden. Der adipöse Ostafrikaner hat sich heute auch eine echt schicke Frise gemacht. Echt jetzt? Diesmal trage ich die Haare ein bisschen hoch. Ich wollte mal Hans mal zeigen, wie das aussieht, wenn man mehr Haare am Kopf hat. Wie geht das? Hast du irgendwas da drunter oder wieso halten die da oben? Das ist einfach Zauberkraft. Ach, erzähl nicht. Du hast sowieso du hast so einen Haarreif, so wie ein Mädchen. Ja, den Saarfall kann man nicht verarschen. Scheiße. Ich bin erwischt, es ist ein Haarreif. Wir spielen Fußball, ne, Jungs? Hier gehört viel Disziplin dazu. Fußball wird mit den Füßen gespielt. Solange wir Übungen machen, diese Übung, wo man den Ball jetzt nicht zwingend in die Hand nehmen muss, dann nehmen wir den Ball auch nicht in die Hand. Nimmt einer den Ball in die Hand, machen wir alle 10 Liegestütze. Verstanden? Wir haben jetzt den Ball dort. Kenny spielt mich an. Stoppen, zurücklaufen. Okay? Den Ball also nicht in die Hand nehmen. Das kann bei einfachem Passspiel ja nicht so schwer sein. Zumal dank Kenny das Tempo auch nicht besonders hoch ist. Kann also eigentlich nichts schiefgehen. Doch Hans Adleraugen entgeht einfach nichts. Da ich ein Trainer bin, der alles sieht. 10 Liegestütze, Jungs. Wir gehen runter. Und 1, 2, 3, 4, 5. Warte, Kenny, du musst das richtig machen. Ich bin jetzt schon total außer Atem. Geh hoch, das geht weiter. Wir sind bei 5 erst. Ja.
Und 6, 7, 8, 9, 10. Hans, wer war's denn eigentlich? Ja, Felix, dein Spitzname? Rabbit. Rabbit. Alles klar, Rabbit. Und tatsächlich, einem Hans Sarpei entgeht eben nichts. Rabbit nimmt erst den Ball in die Hand. Hier, dann registriert sein Hirn den Fehler. Aber zu spät. Rabbits Extremitäten sind leider schneller als sein Hirn. Auch das panikartige Fallenlassen nutzt nichts mehr. Irgendwie doof, ne? Ja, ein bisschen Pech hatte ich auch. Wieso Pech? Ja, ein, zwei Mal. Ja, schon recht. Ja, ich hab's drum gebettelt. Ich hab so oft gemacht. Man hat einmal sagen, hat das nicht weggemacht in meinem Kopf. Aber das hat ja dann nicht aufgehört, ne? Nee, und diesmal hat Rabbit den Ball sogar komplett ohne Ball in die Hand genommen. In der Tierwelt nennt man das Übersprungshandlung. Hier, schon wieder. Wir gehen runter, machen 10 Liegestütze. Komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und komm, locker, austraben. Sauber, Felix. Alles fürs Team. Blöd gelaufen, was, Rabbit? Ja, blöd gelaufen. Scheiße. Ja. Aber nicht nur Rabbit hat einen schwierigen Einstieg ins Training. Auch der kapriziöse Kenny hat sichtlich Mühe, mit Trainingspartner Dozer Schritt zu halten. Nach knapp 2 Minuten ist sein Körper bereits im dunkelroten Bereich. Aber mal was anderes. Färbst du eigentlich deine Haare, Kenny? Ja, Schröder und ich haben eins gemeinsam. Wir färben nach. Färbst du immer deine Haare? Echt jetzt? Ganz schwarz? Hans ist aber heute auch unerbittlich. Komm, Kenny, komm! Gut, weiter! Oh, heute machen wir Kenny fertig. Wir werden nachher pumpen. Ich kann auch gleich um wieder nicht mehr. Oh, please. Das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Kenny gibt gleich um. Ich muss ihn ablösen gleich. Gut. Komm, Kenny. In Bewegung bleiben. Heute machen wir Sport. Komm, Kenny, rückwärts. Heute machen wir dich fertig. Ja, ich wollte gerade tauschen. Dann ist gut. Na, Kenny, wie ist es so jung? Anstrengend. Ja. Und? Geht's denn noch? Kenny hat mir gesagt, dass er früher Kreisliga A gespielt hat. Und da er es gesagt hat, habe ich gesagt, okay, trainier mit ihm und zeig uns das. Nur Trainer sein ist einfacher als Spielertrainer. Oh, Entschuldigung, Dozer, war meiner. Weil ich kann auch gleich nicht mehr. Sollen wir Kenny weiter töten? Wenn du dir sehr, sehr bald einen neuen Assi suchen willst, dann, ich meine, der kippt doch gleich um. Ja, ich weiß. Hans, ich weiß. Damit die Jungs was lernen. Ich weiß, du kannst nicht mehr. Davon stand wohl nichts in der Jobbeschreibung, oder? Stand nicht drin. Puh. Was glaubt ihr, hat Kenny schon mal in der Kreisliga A gespielt? Gar kein Fall. Nein? Nein, ich denk's auch eher nicht. Wieso nicht? Der ist super, also, super Läufer. Kenny würde ein T-Shirt passen, 100% talentfrei. Zurück zur Buchholzer Aufstiegsmission. Im Spiel gegen den Tabellenersten aus Mühleib setzt Hans voll auf Angriff. Und genau das lässt er jetzt üben. Ist alles drin, was du im Spiel brauchst. Du hast einen Abschluss, hast Zweikampf, musst umschalten, hast den Ball von außen auch noch mal. Alles, was du brauchst. Und das alles verpackt, wo du wirklich Gas geben musst, intensiv ist und wo du nicht nachdenken musst eigentlich. Wo du einfach machen musst. Machen. Machen. Aber bitte in dem Tempo und mit der Dynamik, die man im Westerwald in der Kreisliga C gewohnt ist. Auf dem Sportplatz in Buchholz geht's zu wie im heimischen Swingerclub. Alles kann, nix muss. Mal sehen, wie lange sich der Meister das anschaut. Komm, Flanke! Ja, ihr müsst das früher klären da, Jungs. Ihr ruft ihn, wenn ihr dran seid. Der andere hat geschossen. Okay, jetzt. Ah.
ja, stimmt ja, ich muss jetzt in die Defensive. Da hat man richtig gemerkt, wie jeder überlegt hat, wirklich in die Defensive zu gehen. Oder überlegt, wie wir jetzt in die Flanke gehen. Ihr müsst das so als Wettbewerb sehen. Derjenige, der dort ist, der macht nicht so, der hat Abschluss gemacht. Und jetzt warte ich, dass er in die Mitte kommt und jetzt laufe ich auf den zu. Nein, wenn der abgeschlossen ist, geht die Post ab. Ich will ein Tor machen. So schnell wie möglich aufs Tor und einen Abschluss kriegen. Wenn der hier pennt, weil er noch seinen Ball hinterher schaut, ist dir egal. Der muss direkt los und wieder versuchen, hier in 1 gegen 1 Situation reinzukommen. Die dort sind, da hinten, anspielen und den Ball so vorlegen, dass der andere den Ball direkt reinspielen kann. Versucht erstmal die Bälle flach da reinzuhauen. Okay? Komm weiter. Nur zur Erinnerung, Hans sagte vor exakt einer Sekunde, flach spielen. Nur flache Bälle rein. Nur flache Bälle rein. Ah, die Flanke war jetzt nichts, oder? Flacher Ball. Leg dir den Ball so auf, dass er reinspielen kann. Flachen Ball. Flach! Flach! Hoch können die nicht. Wir wollen ja, dass sie in der Mitte den Ball auch kriegen. Gut. Kein Vorspann, nur Innenseite. Danke. Dosa, nicht über den ersten Pfosten. Nicht über den ersten Pfosten hier. Nicht über den ersten Pfosten. Stopp, 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 stopp. Wenn wir Tor machen wollen bei einer Flanke, ne? Hier ist der erste Pfosten. Und wir gehen über den ersten Pfosten. Wird es schwer, ein Tor zu machen. Weil den so zu nehmen, ist brutal schwer. Deswegen, die kurz gehen, denkt dran, geht nicht über diesen ersten Pfosten. Ihr müsst in diesem Raum hier bleiben. Hier. Da könnt ihr den da reinhauen und ihr könnt den da immer noch reinhauen. Und mit diesem einfachen physikalischen Hinweis, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, treffen die Buchholzer endlich das Tor und haben die Übung verstanden. Es kommt immer die nächste Situation, auch wenn ich jetzt beim Abschluss den Ball nicht gut getroffen habe, der Ball geht nicht rein oder irgend sowas. Es kommt die nächste Situation, musst du direkt so schnell wie möglich abhaken und sagen, scheißegal, weil die 1 gegen 1 Situation da ist im Zweikampf. Ich muss jetzt dahin und direkt wieder meinen Mann stehen. Und dann bin ich in diesem Zweikampf und dann ist er vorbei. Ich habe gewonnen oder verloren. Abhaken, weil die Flanke kommt wieder. Neue Situation, ich muss den Ball reinmachen. Ob mit der Innenseite oder mit dem Kopf. Und das sind ja im Spiel auch immer so Situationen, die wieder entstehen. Wir verlieren den Ball, dann ist die ganze Mannschaft wieder in der Defensive. Wir gewinnen den Ball, muss die ganze Mannschaft wieder in die Offensive. Und diese Sachen, dieses Umschalten, zack, 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 muss man im Kopf haben. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Wette gehabt. Dose hat gesagt, ihr macht kein Tor blau. Und ihr habt ein Tor gemacht. Auf ist das Tor. Auf. Deswegen geht diese Mannschaft ins Tor und stellt sich mit dem Arsch so hin und blau schießt drauf. Arschschießen ist Land auf, Land ab beliebt. Vor allem bei denen, die den Arsch hinhalten müssen. Jeder darf seinen Ball hinnehmen. Hey Dosa, beim Arschschießen immer den Arsch schön weit nach vorne strecken, ne? Ja, genau, super. Oder sollen wir vom Fünfer schießen? Komm her, komm her, komm! Dein Ding, Fünfer! Da hat gesagt, Fünfer, dein. Ist gut so, Fünfer? Ja, klar, können wir noch mehr kommen. Ihr könnt auch noch näher gehen, hat er gesagt, damit ihr trefft. Da ist. Auf wen die schießen, das kann ich nicht beeinflussen. Das ist deren Aufgabe. Felix, warum stellst du an dem Dover? Lass dich mal zum Rabbit. Wie doof kann man sein, Felix? Wir fangen hier an. Und los. Uiuiuiui. 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 Weiter. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Au. Weiter! Oh! Zwei! Die letzten zwei! Oh! Letzter Schuss! Oh! Was für ein Schwein! Komm hoch!
hoch, Alter. Sauber. Ach, komm hoch. Ah, sieht wirklich schön. Na, Dozer, was macht der Arsch? Brennt. Echt? Wie viele haben getroffen? 3 Stück. 3 ist doch okay. Du hast da rote Streifen am Schenkel, oder? Ja. Könnte ein bisschen rot sein. Bisschen, ja. Und blau, oder? Ah, blau jetzt noch nicht. Naja, ein bisschen blau ist schon. Hier, ne, auch. Aber wie den Hafen so weit aufreißt, ne? Ah, wenn man Scheiße baut, muss man auch dazu stehen. Absolut. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. Apropos Blau und Scheiße bauen. Beim Mannschaftsabend gibt's den Belastungstest für Kennys Leber. Da er beim Training nach gerade mal 5 Minuten schlapp gemacht hat, muss er nun in der Westerwälder Alkoholhölle brennen. Und die heißt in Buchholz Koni Brause. Ach du Scheiße, das könnte ja noch ein harter Abend werden. Hier kann ich ja aus dem Vollen schöpfen. Ja, Jungs, ganz ehrlich, naja, manchmal kündigt man mehr an, als man sich. Komm, ich teste alle. Soll mir ja keiner nachsagen, ich könnte das nicht. Ich fange jetzt mal an mit Orange. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. Das sag ich dir. Das Zeug komplett in die Schnute und dann erst nachkippen? Ja, wenn, dann mach ich das so wie ihr. Ja, wie du das dosieren möchtest, ist ja deine Sache. Ja, komm, wenn, dann richtig. Trinken hier gemeinsam auf diesen wunderschönen Abend mit Kenny und Hans und danken ihnen mit einem dreifachen Ziggy-Zagge, Ziggy-Zagge! Ziggy-Zagge, Ziggy-Zagge! Ziggy-Zagge, Ziggy-Zagge! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Ja, herzlichen Glückwunsch. Saufen, 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 fressen und ficken. Korn mit Brause schmeckt echt komisch und ich muss sagen, echt eklig. Auf den Saarpei. Saufen, 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 fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder. Komm, nicht lange reden, nächste Sorte hier. Saufen, 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 fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder wir holen schicken. Na, 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 na. Wie viele Sorten gibt's? Wir haben noch Sondersorten. Ich muss noch 2. Aber am besten ist immer noch saufen, 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 saufen. Boah, liebe Fresse. Alles für die Kreisliga. Alles für den Verein. Orange hat mir eigentlich noch am besten geschmeckt. Und der Geheimtipp vom Corny: trink mal unbedingt Waldmeister. Boah, ekelhaft. Echt. Geht gar nicht. Er hat doch erzählt, dass er mal irgendwo in der Kreisliga A gespielt hat. Jetzt erzählt er, dass er saufen kann. Vielleicht müssen wir erleben, bis er umkippt, dann wissen wir es. Ob der sag mal, kann alkoholmäßig nicht. Bin ich schon, sagen wir mal, Champions League. Ich bin jetzt nicht Profi-Alkoholiker. Deswegen, wenn man da mal alle Sorten durchprobiert hat, einen kleinen Schwips hat man vielleicht schon davon getragen. Dann auf den Sieg. Auf den Sieg. Jungs? Und weg damit. Saufen, saufen, saufen. Nur wenige Stunden nach Kennys Exzess beginnt die zweite Trainingseinheit. Für heute hat sich auch Peter trotz gebrochener Rippe angemeldet. Kenny hingegen meldet sich ab. War ein hervorragender Abend gestern mit euch. Leider einen Verletzten, mich. Bist du verletzt? Ja, ich hab. Ach du Scheiße, und du auch? Ich habe eine leichte Verletzung mitgemacht, schon fast wieder vorbei, schon fast wieder gut. Der hat gestern eine große Klappe gehabt, aber so eine richtig große Klappe, dass er trinkt und macht und der ist der Checker und der ist der Trinkchecker und alles Mögliche. Und jetzt ist er da ausgerutscht. Ja, ich war nicht Gottes Willen. Nach dem Trinken. Die Jungs hier im Westerwald, die haben das ein bisschen mehr drauf als ich. Ich hatte das ein bisschen unterschätzt, was die so weghauen und da ist mir halt ein kleines Malheur passiert, da habe ich mich auf die Nase gelegt. Also kein Training mit Kenny. Dafür eine leichte Kopfballeinheit für die Buchholzer Brummschädel, denn... Ich glaube, wir sind die ungefährlichste Mannschaft im Kopfballspiel in der ganzen, im ganzen Rhein-Sieg-Kreis. Das Spiel läuft so ab. Aufpassen. Bund ist jetzt im Tor. Stehst hier. Hammer. Läufst an. Du wirfst den Ball in dem Bereich. Vom Fünfer bis hier. Haben wir einen Abschluss, Kopfballabschluss. Er versucht zu halten. Nach dem Abschluss von dir, dann seid ihr dran. Jetzt musst du umschalten und du bist im Tor. Weil die jetzt dran sind und du musst den Ball jetzt halten. Und dann geht das immer so weiter. Dann der geköpft hat, geht ins Tor. Dann sind die immer dran. Ja, erstmal geht es um
Spaß, dass die Jungs locker sind, dass sie ein bisschen auch an was anderes denken. Und natürlich wollten wir die auch Kopfball schulen. Du kriegst ja viele Möglichkeiten, viele Kopfbälle hintereinander zu machen. Du bist wirklich im Wettkampfbereich und battlest dich. Ich bin gespannt, ob ihr das Spiel verstanden habt. Habt ihr verstanden? Ja. Wer gewinnt? Rot. Rot gewinnt. Wieso? Ja klar, wir haben einen Innenverteidiger, Innenverteidiger, defensive Mittelfeldspieler, Stürmer. Wer gewinnt? Rot. Habt ihr rot gesagt? Bunt haben wir gesagt. Ah, ich dachte schon, um Gott, sofort verkaufen die Blinden. Viel Selbstbewusstsein. Hey Trainer, ich habe noch eine Frage. Wenn ich den Ball geworfen habe, wo gehe ich denn dann hin? Stelle ich mich hinten an? Und wenn du dann im Tor warst, dann gehst du dahin. Verstanden? Mit Sicherheit nicht. Komm Jungs, Konzentration. Und es geht los. 1-0. 1-1. Gas, 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 Gas. 2-1. Sauber. 3-3. 4-3. Dosa, super aufgepasst. 4-3. 4-3. 5-4. Zwischendurch, Ball wäre nicht schlecht. Einige pennen ja, die köpfen, dann machen die so. Das habe ich vorhin gesagt. Nach dem Abschluss stehen bleiben. Das haben wir die ganze Zeit gestern gesehen. Nochmal zur Erinnerung. Nach dem Kopfball muss der Spieler, der zuletzt geköpft hat, ins Tor, um den Ball abzuwehren. Allerdings sind die Buchholzer Schädel noch vom Restalkohol benebelt. 9-7 immer noch. Oh, so ein Ball. 9-7. Vor allem Corny findet schnelle Bewegungen und Torwartspiel irgendwie nicht so geeignet. Corny, du musst doch ins Tor, nicht? Nicht Corny? Hä? Corny? Corny, habt ihr Methylalkohol gefunden? Gib mal Gas, Junge. Vorder hier, vorder die Kugel mit der Spannung reingeht. Genau, mit Spannung. Ich bin schon durchgelaufen. Die einen haben die Übung verstanden, ne? Und die anderen. Ich habe vorher schon angekündigt, dass das. Aber der Dose auch. Jungs, hat mit dem Kopf bisher nicht so geklappt, oder? Doch, der hat geköpft, der ist nicht im Tor. Ich habe 2 Kopfbälle gemacht und habe wieder vergessen, ins Tor zu gehen. Ja, richtig. Darauf kam es ja an. Erst köpfen, dann ins Tor gehen und den Ball abwehren. Hans sind aber noch andere Fehlleistungen aufgefallen. Es geht hier um Kopfball. Hier wollen wir ja gezielt ein Tor machen. Das bedeutet, die den Ball haben, die müssen den Ball auch so werfen, dass mit Druck, dass er den Ball nur noch treffen muss, dass der Ball reingeht. Mit Druck. Druck. Das ist Druck. Dann braucht der Pam. Ist es vorbei, dann geht der Ball rein. Wenn ihr den Ball in so einen Bogen wirft, was soll er hier denn machen? Der Ball kommt so oben, der ist tot, der Ball. Der ist tot. Frage, wer bestimmt, wann und wohin ein Ball kommt? Na? Oh, viele Antworten. Wer? Bitte? Der Stürmer. Derjenige, der den Ball haben möchte. Nicht der, der den Ball am Fuß hat, der haut den irgendwo in die Landschaft und sagt viel Glück. Derjenige, der den Ball haben will, der die Flanke bekommen will. Entscheidend ist, dass derjenige, der den Ball fordert, der den Ball haben möchte, der Bestimmende ist. Und nicht derjenige, der den Ball führt, also im Ballbesitz ist. Ich bestimme den Zeitpunkt, ne? Und nicht derjenige, der die Kugel hat. Das bedeutet, die den Ball da haben, ihr müsst aufpassen. Es kann nicht sein, dass derjenige schon läuft und ihr am Pennen seid. Wenn man darüber nachdenkt, ist es schon klar. Nur, dass es im Spiel meistens nicht so umgesetzt wird. Weil es dann in den einzelnen Situationen nicht mehr wirklich berücksichtigt wird. Und dann muss halt derjenige auch dahin laufen, wo der Ball hinkommt. Aber im Groben und Großen und Ganzen ist es eigentlich schon klar, dass derjenige, der den Ball nicht hat, bestimmt, wo er hin soll. Wo der Ball hinkommen soll. Wenn bisher vielleicht noch alles klar war, dann jetzt ganz sicher nicht mehr. Pass! Rein, klatschen lassen, du kommst hier hin, Diagonalpass, Pass, hier hin, klatschen lassen, Doppelpass. Zwei Gruppen machen auf jeder Seite die gleiche Übung. Passspiel, klatschen lassen, Doppelpass und dann diagonal. Danach wird die Seite gewechselt und das Gleiche beginnt auf der anderen Seite. Der Sinn? Passspiel, 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 Passspiel und Passspiel und Passspiel. Mach doch Passspiel mit dir. Um Sicherheit reinzukriegen. Damit sie merken, dass sie es können, dass sie daran glauben. Wenn das mal nicht den gegenwärtigen körperlichen und geistigen Zustand der Buchholzer ein wenig überfordert. Ihr lauft falsch, Jungs. Nochmal stellen.
Die Einheit besteht aus 4 Aktionen, jeweils identisch auf beiden Seiten. Das sind mindestens 2 zu viel für ungeübte Kreisliga C Fußball-Synapsenschaltungen. Daher alles nochmal ganz langsam. Läuft von hinten bis vorne nicht. Die einfachsten Dinge im Augenblick, im Ablauf. Hat nur mit dem Ablauf zu tun. Nicht mit den Fertigkeiten der Spieler. Also sie wissen nicht, was sie tun und was sie tun sollen. Das ist entscheidend. Wenn du den hier anspielen lässt, er kommt mit einem Mann. Hier ist alles zu. Dein Gegenspieler ist hier. Das ist ja alles zu. Du musst ihn hier spielen lassen, damit er hier diagonal spielen kann. Also neuer Versuch. Nee, mehr auch nicht. Wo bist du hingegangen? Von da? Hast du mit? Nach oben? Aber warum ist er nach da gegangen? Komm mal hin, noch mal neu, ganz langsam. Ich bin sowas nicht gewohnt. Ich kenne nur Profitraining. Das sind alles Sachen, die werden vorausgesetzt und. Die weiß auch jeder Einzelne. Und hier sind Grundelemente, die nicht beherrscht werden. Und da braucht man schon eine gewisse Geduld. Die hat der Hans natürlich wie, ich kenne keinen vergleichbaren Trainer. Ich hätte ungefähr 8 Mal erschossen jetzt schon. Standrechtlich. Gut, dass ich Pazifist bin. Ja. Ganz langsam spielen wir das durch. So, jetzt klappt's bestimmt. Nee, doch nicht. Warte. Du gehst jetzt dahin. Ja, aber du musst ja dann da hingehen. Aber man muss mal vorstellen, wir haben jetzt exakte 7 Minuten. Oder nicht ein einziges Mal der Ball so rumgelaufen, wie man macht. 7 Minuten, das gehört eigentlich mit zum Warm-up-Programm. Wir spielen nicht mehr den Doppelpass. Du spielst ihn an, du nimmst den Ball und du gehst dorthin. Verstehst du? Und du gehst mit dem Ball dann dorthin. Verstanden? Ja. Einmal noch mal langsam. Komm, ganz langsam. Conny! Zurück. Du kannst nicht hier durchlaufen. Du musst von außen den Ball spielen. Aber was ich gut finde, was man sieht, ist, die reden auch alle miteinander und fragen sich gegenseitig, wenn einer, weißt du, wie machst du das und so. Also diese, in der Mannschaft, da ist was drin. Die reden und weißt du, einer. Aber die reden, das ist das große Problem. Die sollen nicht reden, die sollen machen. Ja. Jetzt ist Reden nicht angesagt. Jetzt ist Umsetzen angesagt und nicht Quasseln. Aber manche verstehen es. Nicht aber. Das ist einfach eine richtig große Scheiße, die abläuft. Lass uns mal in Bewegung kommen, okay? Komm schon, 100% jetzt. Machen, machen, machen. Das war ja das Motto. Und tatsächlich, es klappt. Wenn auch erst nach 20 Minuten und der eindringlichen Ermahnung von Hans. Ja, langsam wird es besser, aber hat lange gedauert. Man merkt aber auch, dass sie Probleme haben, wenn sie mehrere Sachen machen müssen, wo sie nicht nur den Pass spielen, sondern jetzt müssen sie noch weiterlaufen und noch eine zweite Aktion schaffen. Dann sind sie total verunsichert, weil sie nicht mehr wissen, was los ist, was gerade hier passiert. Und dann geben sie auf. Einer oder zwei müssen das Kommando übernehmen und sagen, Jungs, da sein, voll aufpassen, es geht weiter, Sicherheit reinholen. Das können wir ja nicht nur wir von außen immer machen. Bewegung bleiben. Gut. Gut, Jungs, das sieht gut aus jetzt. Gut. Und wenn du das regelmäßig machst, dann merkst du selber, wie besser das wird und was für ein gutes Gefühl du selber bekommst und sagst, boah, das ist geil. Der lässt spielen, der lässt klatschen, der spielt darüber, der lässt wieder klatschen. Man bekommt ein gutes Gefühl, positives Gefühl. Ja, ich fand vor allen Dingen, man hat gemerkt, sobald wir uns gegenseitig auch Kommandos gegeben haben, dass es dann extrem viel besser wurde. Dass wir gesagt haben, klatsch, Doppelpass, komm entgegen. So, da hat man dann direkt gemerkt, okay, jetzt läuft's dann besser. Spieltag. Das Spiel des Jahres steht bevor. Der Erste gegen den Zweiten. Das Duell um den Aufstieg in die Kreisliga B. Mehr geht nicht. Das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, war echt so auf den Balkon gegangen, rausgeguckt. Ja, bestes Wetter. Das ist es. Das ist der Tag heute. Ja. So kann man gewinnen. Ich glaube auch zu 100% dran. Ja, ich auch. Oh, Scheiße. Hab ich Bock, noch nie so Bock gehabt. Ja. Wo ist der Cordy? Also so eine Spiele wie heute, weißt du, wieder nicht. Die gewinnst du vorher. Die gewinnst du nicht während des Spiels. Die gewinnst du vorher. Vorher im Kopf gewinnen. Vorher hast du das Spiel im Kopf. Vorher zeigst du den Willen. Vorher zeigst du die Anspannung, die du brauchst. Hier. Von der Einstellung her, von der Kopfsache, von der Überzeugung her, wir werden gewinnen.
Ja, das ist es. Das musst du vor dem Spiel im Kopf haben. Und das musst du im Spiel dann zeigen. Na, ich bin überrascht über mich selber, bin ich ganz ehrlich. Ich habe 2 Tage Kontakt mit dieser Mannschaft und ich habe eine emotionale Bindung zu der Truppe aufgebaut. Wie groß, das werde ich nachher im Spiel sehen. Denn der Parameter ist der, inwiefern ich mich wie ärgere oder wie freue. Ich hoffe, dass ich mich freue. Als Motivation für die Mannschaft und vor allem für Corny haben sich Hans und Peter was Spezielles ausgedacht. Das ist die Motivation für die Mannschaft. Ja, Peter hat gesagt, er hängt was ins Tor. Eine Regenjacke von das T steht für Coach. Und ja, wenn ich ein Tor schieße, ist sie mir. Und was ich liefern muss, wenn ich kein Tor schieße, haben wir noch nicht besprochen. Das steht noch offen. Bereit? Ja! Geiler geht's nicht. Wir müssen da Gas geben. Seid bereit? Lasst euch nicht überraschen. Seid einfach heiß und kämpft. Immer weiter. Okay, Jungs, komm! Du wirst in dieser kurzen Zeit einer von denen. Und dann willst du natürlich dieses Spiel gewinnen. Du bist heiß, es kribbelt und bist total angespannt auch. Der Erste gegen Zweite, ja, ist nicht zu toppen. Der Sieger des heutigen Spiels wird aufsteigen. Von daher ist das der absolute Hit. Ne? Besser geht's nicht, mehr geht nicht. Ich glaube, das ist das, warum ich seit über 20 Jahren Fußball spiele. Das ist mein Leben. Ich will alles raushauen, will den Gegner kaputt machen, besiegen. Es geht einfach um alles. Und wenn dann wirklich die Fans noch hinter uns stehen und da eine Wahnsinnsstimmung verbreiten, dann pusht es einen nochmal. Wenn eine Mannschaft auf Augenhöhe hat, gewinnt die Mannschaft, die es mehr will. Ich kann jetzt nur für unsere Mannschaft sprechen, aber was ich so sehe, ist die Motivation noch mal eine andere als sonst bei den Spielen. Und demnach bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Mannschaft sind, die es auf jeden Fall mehr will. Und demnach werden wir auch gewinnen. Und genau so legen die Buchholzer auch los. Die ersten Minuten sind ein einziger Sturmlauf auf das Mühlalper Tor. Rabbit in die Gasse auf Ammer. Hui, das war knapp. Weiter geht's mit einer Ecke für den SV. Der Ball kommt jetzt genau auf Ammer. Fast hätte sich Hans Kopfballtraining bezahlt gemacht. Hm, vielleicht ja jetzt. Schon wieder Ammer. Der Ball läuft gut durch die Reihen von Buchholz zu Rabbit. Der fasst sich ein Herz und schießt. Und wie? Was für ein Strahl. Ja, Witzko, die Matte. Das 1:0, unglaublich! Ausgerechnet Rabbit! Ausgerechnet! Buchholz bleibt am Drücker. Ammer schiebt den Ball klasse auf die rechte Seite zu Nagel. Der spielt wie ein ganz großer und schiebt die Kugel lässig zum 2:0 ein. Ja, ist das irre! Doch auch Mühlalp zeigt, warum sie Tabellenerster sind und auch sie bereits über 100 Tore erzielt haben. Dem Trainerteam schwant nichts Gutes. Jungs, was ist denn los? Kommt jetzt wieder! Hans hatte ja eine torreiche Begegnung vorausgesagt und er behält recht. Dicker Schnitzel in der Abwehr. Das 2:1, alles wieder offen. Mann, das Spiel kippt hin und her. Schon wieder ist Ammer im Strafraum. Schon wieder müsste er jetzt schießen. Ja, warum schießt er denn nicht? In der Klare ist! Ja gut, ich habe den Ball gekriegt, dann kam der Torwart raus und keine Ahnung, hatte irgendwie nicht die Möglichkeit gesehen zu schießen direkt. Bin ich am Torwart vorbei und wollte dann schießen und habe ich glaube ich auch aufs Tor geschossen mit rechts und der Gegner ist dann hingegangen mit den Händen und hat ihn dann rausgeboxt. Ich habe gedacht, es gibt eine rote Karte und dann ist der Schiedsrichter aber rausgegangen zu seinem Assistenten und der hat gesagt, es wäre abseits gewesen. Junge Herr Kollege, abseits. Stand, da ist richtig. Ja. Danke, dann kann sie ja wieder gehen. Nein, dann kann ich nicht wieder gehen. Es geht, wir müssen, glaube ich, eine Regelkunde machen. Ne? Ja, scheinbar wohl. Der Kollege hat richtigerweise gesehen, dass ich bei einem Abseits stand. Aber es war passives Abseits. Würden Sie jetzt rübergehen? Nein, Moment. Ich habe kein Problem, Sie von der Platzanlage zu verweisen. Nein, ich habe keinen beleidigt, ich habe keinen beschimpft, ich habe keinen kritisiert. Ich habe nur gesagt, derjenige, auf den er das Signal hochgehoben hat, der kommt leider gar nicht an den Ball. Der Linienrichter hat eine Situation verkannt. Und zwar hat er, ich weiß nicht, wer der zweite Mann war, einen zweiten Spieler im Abseits stehen gesehen, der aber gar nicht an den Ball gekommen ist. Du warst tiefer, du standst im Abseits, aber du warst passiv, bist gar nicht an den Ball gekommen. An den Ball bist du dann gekommen. Dass du allerdings ungefähr einen Schritt auch im Abseits stand, konnte weder Linienrichter noch der Schiedsrichter sehen. Aber ich habe es gesehen, habe aber dann sofort dem Linienrichter diesbezüglich einen Vorwurf gemacht, obwohl ich wusste, dass er Abseits war. Das in mehr oder weniger in einer netten Form vorgetragen, soll dafür sorgen,
dass sowohl Linienrichter als auch Schiedsrichter dann mehr oder weniger auf unsere Seite gezogen werden. Ob das hingehauen hat, weiß ich nicht unbedingt. Hat es geklappt? Weiß ich nicht unbedingt, ob das hingehauen hat. Im vierten Anlauf klappt es dann endlich bei Ammer. Nagel ist außen durch und Ammer muss in der Mitte nur noch einschieben. 3:1. Ja gut, okay, da muss ich natürlich Patrick Nagel auf rechts loben. Das ist halt natürlich das, was uns dann auch ausmacht, dass er auf der rechten Seite einfach so viel Tempo hat und einfach vorbeigeht und den, ja, mich einfach flach vor das leere Tor quasi freispielt. Also es wäre mir dann doch peinlich gewesen, wenn er nicht reingegangen wäre, muss ich so sagen. Da hat er die Jacke. Wo ist das? Super, Junge. Wir gleich mit. Hat er gewonnen. Das war Wahnsinn. Also den Torverlauf kann ich gar nicht mehr beschreiben, weil ich einfach nur noch gehandelt habe und nicht mehr nachgedacht habe. Ich weiß noch, ich habe geguckt, wie vorher gesagt, gucken, wo der Torwart steht, den Ball mitnehmen und dann schießen. Die erste Entscheidung ist die richtige und die habe ich versucht umzusetzen. Und dann die Jacke aus dem Tor zu holen, war natürlich... War am schwersten, ne? Es war am schwersten, ja. Die Vorlage war auch ganz okay, oder? Ja, die Vorlage kam, also der Ball kam wirklich gut. 3 Tore Vorsprung hat hier nichts zu bedeuten, gar nicht, bei der Qualität. Ich gehe in die Kabine und mache die richtig rund. Ja, klar. Richtig, so, was für eine Scheiße. Ja, was für eine Scheiße. Wir müssen 8 kriegen erst, aber wir können auch schon 3 drin. Ja, ja. Ne? Es steht 4:1. Aber was spielt ihr für einen Scheiß? Jungs, wir müssen 8:1 führen jetzt schon. Aber die können auch 3 machen. Wir spielen nicht das, was wir von Anfang an gesagt haben. Wir pennen vorne. Jungs, ist Halbzeit. Steht nur 4:1. Wir gehen rein, es steht 0:0. Gleich bei das T steht für Coach. Auf, auf. Ein Tor. Da ist er drin. Zurück bei das T steht für Coach. Im Spitzenspiel um den Aufstieg in die Kreisliga B führt Hans Team aus Buchholz gegen den Tabellenersten Mühlalb mit 4:1. Aber das Tempo der ersten Halbzeit zeigt Wirkung. Die Buchholzer sind platt. Die Folge: Spiel auf ein Tor. Und dann das. Ein Tor. Da ist der Trainer. Ja. Da siehst du die Ohnmacht des Trainers in der Kreisliga C. Hier kriegst du nichts mehr geregelt. Wir haben taktische Maßnahmen. Und davon ausgehen, die Jungs sind total glatt rasiert. Die nehmen nichts mehr auf. Die sind jetzt platt und jetzt nur noch Überlebenskampf. Nichts anderes. Auch heute habe ich erlebt, genauso wie in Bundesligaspielen, teilweise die Ohnmacht eines Trainers. Da hast du von außen überhaupt keinen Einfluss mehr. Von außen kannst du nur noch vielleicht jemand wechseln und defensiv spielen. Hans zieht die letzte Option und wechselt für Nagel die Nummer 2 Nils Höhner ein. Leider keine gute Idee. Denn Höhner haben an diesem Tag alle guten Geister verlassen. Und es wird nicht besser. Wo macht der Schnapper denn? 11 Meter. Und das völlig zu Recht. Vier zu drei. Ihr wart platt, oder? Ja. Ja, definitiv. Überpaced nennt man das, glaube ich. In der ersten Halbzeit gleich wenig überpaced. Die Nerven liegen jetzt nicht nur auf dem Platz, total blank. Felix, weiterkämpfen, super Junge. Nicht weiterkämpfen, auch mit dem Scheiß mit weiterkämpfen. Weil wir nicht gut kontern. Ja klar, Unruhe am Ball, nichts mehr in Ordnung, gar nicht. Da sagst du weiterkämpfen. Die Kämpfen tun ja von alleine. Die müssen Fußball spielen. Dann auch noch das. Mein Gott. Gelb-Rot. Aber wie kann man so blöd dahin gehen? Also, ist ja unglaublich. Er schießt mich da, der letzte Angriff in einem quasi historischen Spiel. Die letzte Chance und aus, aus, das Spiel ist aus. Buchholz rettet sich auf der allerletzten Rille ins Ziel. Die Mission ist erfüllt. Ja. Das ist es. Das ist es, warum man Fußball spielt. Am Ende das Gefühl zu haben, man hat alles rausgehauen und man hat gewonnen.
weiter. Ja, danke. Hier ist eine Mentalität entstanden, glaube ich, bei dieser Mannschaft. Von daher haben die Jungs alles zu 100% richtig gemacht. Denn die Schwächen, die sie gezeigt haben, gehören auch zur Qualität. Ich glaube, ich rede für uns alle, wir sind super, super stolz auf euch, weil ihr habt eine mega Leistung abgeliefert, besonders in der ersten Halbzeit. Das sind die 3 Punkte. Ein großer Schritt für den Aufstieg, aber es ist noch nicht zu Ende. Ihr müsst weiterspielen, ihr müsst weiter die Punkte sammeln, weiter so Gas geben, um ganz deutlich zu zeigen, dass ihr die Nummer 1 in der Klasse seid.